Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 1. Wir befinden uns hier im Konferenzraum der Elders und mit denen sprechen wir heute. Glaube ich. Sehr gegrüßt, alle. Ja, und jetzt? Okay. Die Versammlung möge zur Ruhe kommen. Alle Elder sind anwesend und hören die Behauptung von Bruder Non. Wir entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden. Bruder Non, erzähl uns, was du im Norden gesehen hast. Während meiner Erkundung habe ich eine militärische Anlage gefunden, die von Mutanten benutzt wird. Sie ist schwer bewacht und es gibt regelmäßige Patrouillen. Und wie haben diese Mutanten... wie sahen die Mutanten aus? Sie sind große Humanoide. Ihre Muskelmasse übertrifft alles, was ein normaler Mensch je erreichen könnte. Mehrere von ihnen scheinen das Tor in organisierten Truppen zu bewachen. Welche Bedrohung stellen diese Mutanten deiner Meinung nach dar? Genauso wie sich die Bruderschaft für den Kampf rüstet, bereitet sich diese Mutantenarmee auf etwas Großes vor. Ehrlich gesagt hat dein Bericht uns keinen Beweis gebracht, dass sie eine Bedrohung für uns sind. Womit kannst du beweisen, dass sie feindlich gesinnt sind? Sie ziehen eine Armee zusammen, schwer bewaffnet, damit wollen sie sicher nicht nur eine Patrouille veranstalten, sie wollen sie einsetzen. Ist es bei den Maßnahmen, die sie getroffen haben, denkbar, dass sie irgendwann hierher kommen? Es ist möglich, dass sie schon unterwegs sind. Die Brotherhood ist der einzige richtige Gegner, den sie haben. Was schlägst du vor? Einen Präventivschlag gegen ihre Militärbasis? Ja, ich will aber nicht, dass sie wissen, dass wir kommen. Ein kleines Team hätte eine größere Chance, unentdeckt einzudringen. So sei es. Drei Paladine meiner Wahl werden an der Militärbasis zu dir stoßen, um dir beim Eindringen zu helfen. Werte Elder, danke für eure Zeit. Viel Glück, Neuling. Okay. Zum Glück konnte ich sie überreden. Das heißt, da werden jetzt drei Paladine für mich da sein, ja? Sobald die tot sind, ist aber für den Arsch. Na gut. Oh Gott. Ich wäre trotzdem liebend gerne in die Kirche gegangen und ich wäre gerne verhaftet worden von den Supermutanten. Um da irgendwie was zu machen. Naja. Wir werden da schon hinkommen. Wir werden da schon hinkommen. Da ist der Ausgang. Wir waren ja schon da. Das Gute ist, wir waren ja schon da. Wir wissen, wie es aussieht. Wir wissen, wie gefährlich es ist. Wir wissen, dass da Maschinen sind und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir speichern einfach gleich mal ab. Und dann gehen wir einfach mal hoch zur Militärbasis. Und schauen, wie das Ganze so wird. Vielleicht kommen wir ja durch. Erfahrungsmäßig wäre es auf jeden Fall sehr sinnvoll. Was zum Teufel? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, unseren Typen mitzunehmen. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Heilige Scheiße. Aber ich glaube, die werden immer kommen. Ich glaube, die werden immer kommen. Du suchst 4 Stunden lang in der Landschaft der... nach Wasser. Okay. Sollte ich etwas trinken? Holy shit. Okay.
Also dann, Jungs. Ich würde sagen, ich pull jetzt erstmal den ersten. Ach, Dauerfeuer habe ich. Das ist ja cool. Trefferpunkte, naja. Ist er tot? Holy shit. Oh oh. Okay, kann ich vergessen zu treffen, ey. Versuch's mal. Okay, nicht getroffen. Der Dude macht keinen Scheiß. Danke, Arschloch. Krasse Scheiße. Lasergewehr. Und Walkie-Talkie. Walkie-Talkie gefällt mir gar nicht. Oh oh. Ich versteck mich nicht, nein. Sehr nette Geschichte. Ich nehme meinen Typen trotzdem mit. Als kleinen Packesel würde ganz hilfreich sein. Kapazität erreicht. Packesel! So, handeln bitte. Dann nimm mal, obwohl die Granate behalte ich mal, wer weiß wozu. Okay, Talkie, wobei, komm. Kann die jederzeit bei dir abholen, ne? So, was bist du? Fusionszelle. Okay, Raketenwerfer haben wir hier. Zwei Jagdgewehre können wir alle abgeben. Vorschlaghammer können wir abgeben. Energiezelle. Okay, die kleine Waffe kriegst du noch. Okay. Ups. Ah, ich hätte im Dialog sehr oft gucken können, was unsere Jungs gelabert haben. Hätte ich nicht extra nachgucken müssen, ne? Naja, egal. So, ich würde sagen, wir ziehen uns das hier mal rein, weil ich es total vergessen habe. Und rüsten mal das hier dahin auf. Reichweite 14. Reichweite 25. Ja, auf jeden Fall Lasergewehr. Ich meine, pfff. Was? Oh, das Lasergewehr. Ja, sehr schicke Nummer, sehr schicke Nummer. So, damit können wir bestimmt was ausrichten. Hätte ich vorher schon anziehen sollen, ich hab's total vergessen. Das könnte man alles gebrauchen. Vor allem zum Verkaufen. Ich bin immer noch geizig, obwohl das Spiel fast zu Ende ist. CD. CD. Ach. Ich hätte das mit meinem Pip-Boy abspielen können. Ach so. Das haben wir bei diesem einen Typen gefunden. Kapazität erreicht. Ich fasse es nicht. Gut. Handeln. Ich würde sagen, diese brauche ich nicht mehr. Wegen dem Saale. Komm. Lauf halt wieder mit dem Messer durch die Gegend. Lappen. Du kannst auch den hier haben. Du kannst auch meinetwegen hier davon haben.
Das behalten wir mal. Jetzt hätte ich mir mal die CD reinziehen können, ne? Da stand nur komischer Gegenstand damals dran. Okay, mit dem Pip-Boy können wir das abspielen, hat sie gesagt. Archive? Ah, Status und Quest, achso. Wenn ich die Supermutanten dafür zerstöre, die Quelle der Mutanten. Okay. Ah, da haben wir auch schon alles. Junktown. Halte Gizmo auf, lass die Skulls Gang auffliegen. Okay, kriegen wir wohl nicht mehr hin, das sind alle pissig auf uns. Suche die fehlende Karawanen. Stiehl den Händler die Halskette. Okay. Das werden wir wahrscheinlich alles noch machen. Suche die fehlenden Karawanen. Okay, das kennen wir eigentlich schon. Kennen wir auch. Setze die, okay. Aber ich würde tatsächlich gerne. Dieses Band ist zwar kaputt, aber du kannst auf dem verkratzten Plastik folgende Zeichen erkennen. Code 010597. Okay, das kann man gebrauchen. Wenn man möchte. Habe ich da jetzt alles aufgesammelt? Nein. Ist wahrscheinlich sehr viel wert. Kurz abgespeichert. Sicher ist sicher. Au, was zum... Jungs? Hä? So. Okay. Au. Okay, ich weiß, wen ich töten werde. Nette Nummer, nette Nummer. Na, solange er mich angreift, ist alles in Ordnung. Nehmen wir kaum Schaden an den. Gib mal her den ganzen Kram. Den kann ich auf jeden Fall noch richtig schön verkaufen. Oh, Raketen. Ein Raketenwerfer. Wieso nicht? Ja, Kapazität erreicht. Komm schon, bitte. Ich bitte dich. Typ. Handel mir. Ah, wieso haben wir so viel Übergewicht? Weißt du was? Den ganzen Kram brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Ja, doch. Weißt du was? Energiezellen brauchen wir wohl nicht mehr. So viel davon brauchen wir auch nicht. Das können wir auch ablegen. Okay, wir können durch die Türen gehen, kriegen aber Schaden, ja? Da ist ein Raketenwerfer. Da geht's hoch bestimmt in die Ebene, wo wir das letzte Mal waren. Das scheint gefährlich zu sein. Okay. Können wir da nicht öffnen machen? Nein. Können wir da öffnen machen? Können wir vielleicht Wissenschaft machen? Nichts dazu lernen. Ich will das Ding öffnen. Die Wissenschaft macht Technik. Bitteschön. Ich will da nicht durchlaufen. Das macht Schaden. Wissenschaft.
Computer. Okay. Geht's dir gut, Dude? Bleib bitte stehen. Ich will dich nur kontrollieren. Er sieht verletzt aus. Gut, dann würde ich sagen, geben wir mal einen Stimpact. Geben wir mal ein Stimpact. Na gut. Scheiße, wo sind denn die... Naja. Browser ist einfach weg. Hat mich im Stich gelassen. Wunderschön. Ich wollte laden. Bitte. Dankeschön. Okay. Laufen wir halt hier allein durch die Gegend. Ich würde ihn am liebsten wegschicken, aber die ganzen Sachen würde ich auf jeden Fall gerne behalten. Oh, oh. Oh fuck. Er schießt nochmal. Oh. Hat mich aber verfehlt. Und ich habe ihn nicht getroffen. Holige Scheiße. Bring ihn um. Das ist nicht clever. Ich bin tot. Dein Lieb. Okay, die Jungs sind verdammt gefährlich. Ich überlege, ob wir noch ein paar Quests machen. So, Elle, wo kommst du her? Hey, Dude. Ist blockiert. Ich würde am liebsten noch ein paar Quests machen, ne? Ich glaube, ich bin noch lange nicht bereit, hierher zu kommen. Ja. Könnten natürlich versuchen, ihn auch mit dem Raketenwerfer zu treffen. Wie viel Schaden würde das denn machen? Auf jeden Fall viel. Okay, sehr. Okay, ich kann nur einzeln machen. Ist er tot? Ja, der ist tot. Okay. Gib mir mal deine Munition, Dude. Werde ich wohl gebrauchen können. 11 Raketen, sehr schön. Dann laufen wir erstmal mit dem Raketenwerfer durch die Gegend. Und speichern erstmal. Weil unser Ian könnte nämlich sterben, sobald ich hier durchgehe. Nur ein Trefferpunkt. Er hat es auch überlebt. Du hast 800 Bonuspunkte für den außergewöhnlichen Computerhacking gewonnen. Sieg. Was? Bonuspunkte? Meinst du damit Erfahrung? Verwirrt? Monitor flackert. Anscheinend wird das System neu gestartet. Okay. Aha. Wie schön, dass du keinen Schaden machst. Oh, ich habe vergessen nachzuladen. Gut, mach nichts Unüberlegtes. Mach nichts Unüberlegtes, Alter. Okay. Das Energieschild sind so gut gesichert, aber du schaffst es, einen Teil davon abzuschalten. Das ist im Moment alles, was du tun kannst.
Ich habe das hier ein bisschen abgeschaltet, ne? Kann ich jetzt quasi durchgehen. Kann ich die nochmal versuchen? Und da? Merkwürdiges Farbmuster. Anscheinend wurde das System neu rebootet. Gut. Nein, 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 nein! Jetzt. Ist er tot? Er ist tot. Ich weiß es nicht. Ich brauche ihn, ne? Ich brauche ihn. Mein ganzes Leben und alles hat er. Naja. Oh, ich habe einen Trefferpunkt geheilt. Wow. Ich bin der King. 9 Trefferpunkte, na gut, besser als nichts. Ian, musste ich, glaube ich, heilen. Okay, schauen wir mal, ob das reicht. Robohirn wurde für 30 Punkte getroffen, was? Keine Ahnung, was das Robohirn gemacht hat, aber ist mir auch egal. Wir geben ihm jetzt mal 2 Stepacks. Ich brauch dich, du bist meine Tasche, mein Koffer, meine Handtasche. Die männliche Handtasche. Der Kumpel. Kann ich auch Arzt an dir machen? Okay. Hier nochmal ein Stimpack, mein Freund. Brauch dich. Bleib am Leben. Weiß nämlich nicht gleich, wie es abgeht, wenn wir gegen diese Horde an Supermutanten kämpfen müssen. Wir müssen aber da durch. Wir müssen da durch. Hier kann ich auch nichts abschalten, ne? Kann ich nicht irgendwo noch was abschalten? Ach scheiße, ich hab da gar nicht geguckt, ne? Shit! Wir laufen kurz zurück. Ich muss das prüfen. Wir werden vorher abspeichern und dann gehe ich da durch. System wird neu gebootet. Monitor flackert. Merkwürdiges Farbmuster. Gut. Und schon sind wir wieder drüben. Ja, schade eigentlich. Schade eigentlich, dass wir da durch müssen. Ah, da rächt sich das Ganze. Oberhörner hat Trefferpunkte erhalten. Achso, er ist da durchgegangen. Das ist natürlich auch eine Methode. Ich habe gerade mein Mikro geschlagen, sorry. Das ist natürlich auch eine Methode, die Leute hier fertig zu machen. Was ist das? Gewehre und Kugeln. Na, damit werde ich stärker, ja. Wir müssen allerdings hier nochmal durch. Ian, hast du es überlebt? Ian hat es überlebt, gut. Ich heile 3 Treffer. Ach komm, ich bitte dich. So ein Scheiß. So. Dann auf jeden Fall für Ian nochmal was. Ah, scheiße, Ian musst du auch gleich nochmal durch die Mauer. Kann ich dir nicht sagen, dass du hier warten musst? Oder warten kannst? Formation ändern. Geh etwas weiter weg.
Nein. Okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir hier in diese Truppe reingehen. Und das könnte echt gefährlich werden. Der eine hat eine Bazooka. Ah, wir stehen alle schön nebeneinander. Das ist ganz gut. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.